mein Fuß ist eingeschlafen. Hallo ihr lieben bunten Menschen, ich begrüße euch zu einem für mich sehr besonderen Video, denn ich möchte einmal wieder Danke sagen. Wenn ich dieses Video hier abdrehe, sind wir eventuell noch über 700, denn das schwankt bei mir immer. Bei mir verschwinden auch immer ganz schön viele. Deshalb, aber es geht ja nicht nur um die Zahl. Ich hatte schon vorher vor, einfach nochmal ein kleines Dankeschön, ein großes Dankeschön an euch auszusprechen, dass ich hier immer noch sein darf, dass es immer noch einen Austausch gibt. Und ich versuche mich kurz zu halten. Es ist für mich einfach ein nicht nur ein Hobby, es ist für mich eine Leidenschaft. Und dass ich dank euch so machen kann. Und ihr macht es einfach zu dem Besonderen. Denn ich habe Menschen gefunden, mit denen ich mich austauschen kann, die mit mir über Bücher sprechen. Und das sind wertvolle Stunden. Das ist für mich etwas, was mich glücklich macht, was mich ablenkt, was mir die Möglichkeit gibt, Geschichten viel intensiver zu erfahren. Und alles, was man teilen kann im Leben, macht doch doppelt so viel Spaß und macht es besonders. Und ich hätte nie damit gerechnet, dass es für mich so ein Ausmaß gibt, dass ich so viele Leute kennenlerne, die, ja, das mit mir teilen, so, bevor ich zu emotional werde. Und deshalb möchte ich Danke sagen. Deshalb wird es ein kleines Gewinnspiel geben, dazu komme ich gleich. Ich habe nämlich noch eine kleine Ankündigung zu machen. Es gibt jetzt eine offizielle Instagram-Seite. Danke Mädels, dank euch bin ich jetzt bei Instagram. Ich hatte damit nie was zu tun. Von unserer Lesegruppe All You Can Read. Darin sind folgende Kanäle mit dabei. Das ist die liebe Kali von Kalis Books. Die liebe Claudia von Beautiful Butterflies. Ramona von Litera. Sarah von Sarah Sophie. Ruth von Zwischentausend Zeilen, die mir sehr viel Nachhilfe gegeben hat, damit ich überhaupt mich ein bisschen mit Instagram auseinandersetzen kann. Macht super viel Spaß, wir lesen jetzt regelmäßig und wenn ihr Lust habt, das Ganze zu verfolgen, was wir lesen, wie unsere Meinung dazu ist, natürlich teilen wir das auch in den Lesemonaten. Aber natürlich ist es auch cool zu sehen, was wir so bei Instagram machen. Wir teilen da unsere Eindrücke, wir gehen so ein bisschen in Diskussion. Und wer da Lust zu hat und da mal vorbeigucken möchte und eh bei Instagram ist, den werde ich mal das Profil unten verlinken. Kitty, bist du auch aufgeregt? Was ist da los? Und in dem Zuge kann ich mal kurz ein bisschen Eigenwerbung machen. Ich bin auch tatsächlich bei Instagram angekommen. Ich habe da noch nicht den Durchblick. Ich bin froh, dass ich weiß, wie man Fotos teilt. Ich habe das mit den Stories noch nicht so ganz verstanden und mit den Verlinkungen. Aber wenn ihr Lust habt, ich heiße Alice im Bücherland und den Kanal werde ich auch mal unten verlinken. Ich teile so ein bisschen aus meinem Leben, von meinen Reisen, Leseeindrücke. Und ich schreibe ab und an. Es ist eher so ein Just for Fun. Und das Ganze habe ich hier auf dem Kanal angefangen mit dem Titel Gedankenkarussell, kann ich euch auch mal ein Video unten verlinken. Das ist einfach nur zum Spaß, was mir so im Kopf rumschwirrt. Das sind keine Kurzgeschichten, das sind keine Gedichte, einfach so kleine Gedankenkarusselle. Und das Ganze teile ich auch so vielleicht jetzt so ein bisschen regelmäßig auf Instagram. Mal gucken, ich will nichts versprechen. Wenn ihr Bock habt, schaut vorbei. Ja, und diese Lesegruppe bedeutet mir einfach unheimlich viel, weil ich einfach jede Person, die da mit dabei ist, unglaublich schätze und ja, es ist einfach so viel Spaß, mit denen zu knobeln und zu diskutieren und Theorien aufzustellen. Das ist einfach cool und das mag ich auch gerade echt nicht missen. Ich habe überlegt, ich möchte euch was zurückgeben. Ihr dürft im Wert von 10 Euro euch ein Rebuy-Paket zusammenstellen, was ich euch zukommen lasse. Das heißt, ich werde den Gewinner in einer Woche verkünden. Entschuldigt, dass es wackelt, die Katze. Kitty! Schickt mir eure Adresse dazu, wenn ihr der Gewinner seid. Ich werde euch natürlich benachrichtigen. Das Ganze geht jetzt eine Woche, also eine Woche später. Schaut in der Infobox vorbei. Dort werde ich den Gewinner nennen. Ihr müsst 18 sein, ihr müsst mein Abonnent sein, ihr müsst einen Wohnsitz in Deutschland haben. Und dann drücke ich euch ganz fest die Daumen, dass ihr euch ein paar schöne Bücher aussuchen könnt. Ich werde nur Zustand sehr gut oder wie neu auswählen und hoffe dann, dass die Bücher heile und im guten Zustand bei euch ankommen und ihr schöne Lesestunden habt und jetzt noch, bevor es zum Ende geht, noch eine Ankündigung. Ich habe eine nette Bekannte und ich habe ihr das von mir aus angeboten. Deshalb kommt jetzt hier mal unbezahlte Werbung. Sie ist, ich muss es so sagen, für mich eine Künstlerin. Ich habe per Zufall gesehen, was sie für Taschen hat, die alle bemalt sind, was sie für Mäppchen hat. Und sie hatte so einen Skizzenblock mal dabei und hat gesagt, darf ich mal gucken. Und es ist unfassbar, wie viel Talent diese Frau hat. Wirklich unfassbar. Ich bin ein bisschen neidisch. Ich kann ja nicht mal ein Strichmännchen malen. Ich finde das ganz toll, wenn man sich so ausdrücken kann über die Kunst. Und
Ich habe gesagt, Mensch, du musst doch da was machen. Sie hat versucht jetzt ein, ich will nicht zu privat werden, auf jeden Fall hat sie auch ein Instagram-Profil. Ich schnappe euch mal kurz so. Und dort teilt sie unter anderem ihre Sachen. Da könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Da ich eh gerade über Instagram rede, habe ich gedacht, ich nenne dich jetzt einfach mal. Ich habe sie gefragt, ob ich das machen darf. Ich werde ihren Kanal unten verlinken. Dann könnt ihr mal gucken, was sie so malen kann. Denn ich lasse mir jetzt ein großes Bild von ihr malen. Wir haben lange überlegt, was es sein wird. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, von Wolf of Wall Street, Leonardo DiCaprio. Da hängen wir uns jetzt ein Schwarz-Weiß-Porträt ins Wohnzimmer. Wenn es da ist, werde ich es euch auf jeden Fall nochmal in dem einen oder anderen Video zeigen. Ich werde auch gleich mal ein paar Bilder von ihr einblenden, dass ihr so einen Eindruck davon bekommt, was sie so macht. Könnt euch Jutebeutel bemalen lassen, Mäppchen. Ich finde, das ist so ein tolles Geschenk. Ich werde meinem Neffen jetzt ein Leinwandporträt von Star Wars zu Weihnachten schenken. Ich hoffe, er schaut nicht zu. Falls, nein, er schaut nicht zu. Das kann, nee, das ist eher unwahrscheinlich. Und vielleicht habt ihr Lust, euch euren Lieblingsbuchcharakter malen zu lassen. Fand ich das einfach eine coole Sache. Und wenn ihr auf der Suche nach einem Geschenk seid, schaut mal vorbei, lasst euch berieseln. Vielleicht ist es was für dich. Ist alles in der Infobox verlinkt. Jetzt habe ich genug geredet. Ich hab euch so lieb. Ich danke euch für all eure Zeit, für die schöne Zeit mit euch. Bleibt so bunt und toll, wie ihr seid. Und danke für euer offenes Ohr und aber auch für eure ehrlichen Worte. Ihr seid immer ganz ehrlich mit mir und habt schon Geschichten mit mir geteilt. Ich könnte jetzt hier eine halbe Stunde mit euch schnacken. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht auf den an oder anderen Booktuber-Treffen. In Hannover ist ja jetzt ein tolles, wo ich aber leider wahrscheinlich nicht hinkommen kann aus verschiedenen Gründen. Aber Leute, wenn ihr in der Nähe seid, es wird toll. Liebe Grüße an euch und bis bald. Hab euch lieb. Ciao, Kakao.